Ain't nothing gonna hold it. Tell me why. I want a better way. Willkommen zurück zu Detroit Become Human. Weiter geht's. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Mhm. Sie dürfen uns nicht sehen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Cyberlife. Marcus, komm hier auf. Na gut. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das.
Nein, ich gewinne, Drohne, ich gewinne. Ich gewinne immer. Okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Nur. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Jericho. Nehmt so viel ihr könnt. Josh. Hep. Und auf. Oh, blaues Blut kann man immer gut gebrauchen, ne? Zwar nicht viel, aber es muss genügen. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Was macht ihr da? Ich sagte doch... Ah! Steckt den Rest ein, dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Tut mir leid, ich wollte es mal machen im Spiel. Einmal kann man es ja mal machen für eine Trophäe, oder? Hätte ich jetzt den Androiden verschickt, hätte ich ihn nur auf Boom gebracht, ne? Aber gut. So, da drin ist. Messer ist aber voller Blut. Wow. Sehen alle aus wie, keine Ahnung. Warum seid ihr nicht Fifi? Wollt ihr denn nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Mann, Orf ist echt überall. Nehmt mich mit. Ja. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Tut mir leid. Du kannst nicht mitkommen. Ich habe euch geholfen. Das ist nicht fair. Ich habe euch geholfen und jetzt wollt ihr ohne mich gehen? Ihr seid genau wie Menschen! Ihr seid genau wie Menschen! Er hat Alarm ausgelöst. Lauft! Was ein Wichser. Hätte ich aber auch umbringen. Schnell! Ich hätte dich aber auch umbringen können! Lauft! Ich schieße auf uns! Was ein Wichser! Wir haben blaues Blut und Biokomponenten. Das wird für uns alle reichen. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen.
zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Ich hab gerade Menschen umgebracht. Alter. Gruppe kehrt mit vollen Taschen zurück. Zurück nach Jericho. Zum Zaunrennen. Alarm ertönt. Ablehnen. John möchte dabei sein. Druiden befreien. Finden. Suche fortsetzen. Marcus vergießt Blut. Ja, ich find's auch gut. Ah, jetzt sind wir hier. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Tschüss. Ich bin Uber-Fahrer. Doch fahre Instabilität. Folge Hank. Call. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Ich mag ihn. Hank und Connor sind wirklich... Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Also ganz ehrlich, wer kann Androiden sowas antun? Ich hatte echt nichts damit zu tun. Die Ermittlung läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben. Oh, sorry. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Ich hasse den. Der hat wortwörtlich den Tod verdient, der Typ. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Es sind zwar Androiden, aber trotz allem... Diagnose auf... Nein, nicht aufstehen! Nein! Hör auf! Setz dich wieder hin! Ne, knie dich wieder hin! Als erst machen wir mal eine Diagnose. Diagnose läuft. Seelenchor schwer beschädigt. Die Komponente analysieren. Wow, hey, 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 hey! Oh, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut. Seriennummer. Tut mir leid, Hank. Ihm macht das so die Gewohnheit. Okay? Kumpel. Es tut mir leid, wenn du das gerade sehen musstest. Oh, alle drei gefunden. Geschätzter Todeszeitpunkt 18:24. Würde ich eigentlich ausschätzen. Kein Kennzeichen, ja. Der wurde auch zu Tode gewürgt, also. Vergiss. Nein! Mann! Das passiert mir jetzt schon. Warte mal, aber erstmal, bevor ich das mache.
Im Führerschein steht Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Ah ja. Foto mit. Ah, machen wir mal gleich. So. Er wurde zu Tode gewürgt. Ja, hat er nicht gemacht. Mehr. Ganz ehrlich, er hat's verdient. Frau und zwei Töchter. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich kann's versuchen. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Na komm, man kann nicht so schnell denken. Da war noch ein Android. Ja. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Ja. Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Zeugen. Eigentlich könnte Harry jeder es sehen können. Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal jeder. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal eine mit den Androiden? Nein. Gut. Einmal. Vor zwei bis drei. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie Ihr. Tut mir leid, Hank. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum.
Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Probieren wir den hier. Warum? Da lang. Alles klar. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Da. Ja, wir brauchen den Ausmesser jetzt. Wahrscheinlich, oder? Na, Hausmeister. Ja, oder wir nehmen sie. Was? Können Sie mir helfen? Oh Mann, ey! Ja, ich kann nichts machen, wenn du mir nicht sagst, wen ich hier jetzt nehmen kann. Lieutenant, wenn Ihnen was Besseres einfällt, sagen Sie es. Ah, komm, ich glaube, wir müssen sie jetzt nehmen. Und wahrscheinlich kannst du mir helfen. In den roten Raum. Der hat nichts gesehen. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Android ist in dem blauen Raum. Mann, eine Stunde haben wir noch. Testen den jetzt. Wow, das ist so das tollste Geld. Er muss sehr viel bezahlen jetzt. Nein. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Ah, ich weiß. Tut mir auch leid, Hank. Da sie. Hab sie. Android hat sich in einem Raum versteckt. In welchem war das? In dem blauen. Alles klar. Aha, ich sehe es doch schon. Er muss jetzt was gesehen haben. Nein, hat er nicht. Ja, ich finde hier nichts. Nichts gesehen. Hausmeister, ich Hausmeister. Habe einen Fehler gemacht. Hausmeister. Mitarbeiter. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß, aber trotzdem. Wir müssen zusammenbleiben, Hank. Sonst können wir nichts. Warte. Ich übernehme das jetzt. Meint. Scheiße! Wir sind zu spät!
spät sind wir noch nicht, Hank. Die Rothaarige. Das sind alle. Ich hab sie. Ah, nein. Verpiss dich! Ich hab Probleme hier. Keine Bewegung! Oh nein! Nein! Ei! Er pisst! Nein, ich hab das schon! Ah, das war der falsche. Ah! Au! Ei, ei, ei! Nein! Er pisst dich! Ei, ei, ei! Oh! Es ging fast in den Schritt! Und das! Ei, ei, ei! Ui! Die will mich abstechen! Wir sind ja stärker als Connor, Alter! Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Also das erste Mal, dass er mit Hank befreundet ist. Ich hab's geschafft! Yes! Zweifel. Fuck, wo ist mein Handy? Ah, oh, da ist mein Handy. Doch nicht, fuck. Double fuck. Auch vielleicht ja nicht. Abweichler sind gestorben. Wahrscheinlich hätte da mit dem Kampf gewinnen. Ne? Ich habe sogar einen Kampf gewonnen. Weiß ich nicht. Oha. Hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Die Leute, die wir treffen wollen, woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten.
bis Slatko sie umbrachte. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Nein! Motor ist kaputt. Das Teil ist unterkühlt. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ja, es ist kürzer, aber egal, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.